Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit uns. Wir befinden uns immer noch im Banff National Park und genauer gesagt befinden wir uns gerade genau an dem Ort, wo alles begann. Jetzt habe ich vergessen, wie er heißt. Oh Gott. Vorführeffekt, wie heißt denn der nochmal? Das sind Cave and Basin Hot Springs und wir sind jetzt bei Cave and Basin. Das ist hier so ein richtig schöner Wanderweg, den wir gehen können und das machen wir jetzt auch gleich. Und jetzt gibt es tatsächlich mal zum Anfang, das machen wir ja so gut wie nie, aber mal ein paar Informationen auf die Ohren. Denn genau, also hier hat alles begonnen, also nicht nur vom Banff National Park, sondern tatsächlich ist das auch der allererste National Park Kanadas und der dritte weltweit. Und der hatte irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele Hektar, jetzt muss ich mal kurz schummeln hier, 26 Quadratkilometer war der groß, aber der wurde natürlich ständig erweitert. Und der Banff National Park, der Jasper, wo wir auch schon waren, der Yoho und der Kootenay National Park, das sind vier, die ja alle in den Rockies liegen, die sind auch zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt worden. Also es ist hier schon sehr, sehr besonderer Ort, der natürlich geschützt werden muss. Und das ist tatsächlich auch so ein Thema, weil hier kommen ungefähr 4 Millionen Menschen jährlich hin. Und da gibt es natürlich dann die große Debatte, will man die Natur schützen und die Tiere, die hier leben, oder will man die Infrastruktur ausbauen aufgrund der Menge an Touristen? Natur. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren hinterlassen, was. Du siehst gerade aus wie dein Bruder. Wirklich. ihr könnt ja mal in den Kommentaren hinterlassen, was ihr befürworten würdet. Also im Sommer kann man sich hier gar nicht bewegen. Das ist vielleicht nochmal eine interessante Info. Wir haben es jetzt, also wir haben heute den 24. September und wir glauben, dass jetzt das Wochenende das alles so ein bisschen abklingen wird mit den Touristen, weil es einfach spürbar kälter wird. Aber es war tatsächlich noch sehr, sehr voll jetzt auch zum Ende der Saison hin. Und auf der anderen Seite leben hier einfach Tiere, die es woanders nicht gibt und die Natur ist einfach atemberaubend. Ja, also ihr könnt ja mal in euren Kommentaren reinschreiben, was euch wichtiger ist oder was ihr befürwortet. Wir haben natürlich eine ganz klare Meinung. Die behalten wir jetzt mal für uns, auch wenn Benner das im Hintergrund schon gerade geschrien hat. Genau. Und wir nutzen jetzt gerade mal die Sonne, die gerade eben rausgekommen ist und gucken uns mal den Ort, wo alles begann, an. Den Trail, den wir uns rausgesucht haben, der ist 7,4 Kilometer lang plus die optionalen 1,6. Ja, mal schauen, ob wir das machen. Da geht es auch ein bisschen nach oben, was eigentlich mal ganz geil ist. Aber mal gucken, was unsere Ausdauer so sagt. Auf jeden Fall ist der Herbst hier jetzt, oder er kehrt hier immer mehr ein. Ja, das ist schon schön. Wanna be free of this heart. Yeah, I wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow. Yeah, should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine? Think about you every time. I remember that it's over. Yeah. You never break, you never lie. You're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Wow. Can't stop. Yeah, yeah. You never lose. An argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. Think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. Always knew that this would happen. Yeah, you would find a new distraction. I need you more. More than I would like to admit. Can we let go of tomorrow? Yeah. You never break, you never
Servus. Ich laufe mir gerade den Sundance Canyon entlang. Aber super schön. Super, super schön. Wir haben einfach mal auf der Karte geguckt, welcher Trail für uns in Frage kommt. Wir wollen jetzt nicht so weit fahren und was nicht zu Großes machen, aber ich glaube, insgesamt sind es auch 9 Kilometer. Aber echt ein schöner Spot, nicht so viele Menschen unterwegs. Ich weiß ja, ob wir es jetzt immer noch sagen müssen, weil die Season jetzt langsam ja mal vorbei ist. Ende September. Aber es ist echt super schön hier. Können wir empfehlen. Wir sind wieder im Wohnmobil und ja, es war ein richtig schöner Walk. Wir haben ungefähr 3,5 Stunden gebraucht, das ist jetzt 4:45 für 11 Kilometer. Teil hin und zurück und dann halt der Loop am Ende und das war richtig schön, schönes Wetter und ja, eine Empfehlung. Eine Empfehlung, aber wir merken auch, also wir sind ja vor 2 Tagen da diesen wunderschönen Trail beim Lake Louise lang gelaufen. Und ich merke das jetzt in meinem Bein, meinen Waden, meinen Oberschenkeln und meinem Po und auch ein bisschen an den Füßen, dass ich doch ganz schön kaputt bin. Ja, ich wollte mir heute nur einen kleinen Walk machen, aber dann ist es doch wieder ein bisschen ausgeartet. Man ist halt auch nur einmal oder selten in den Rockies, ne? Ja, genau. Ist schwierig. Auf jeden Fall ging es da zum Sundance Canyon. Und jetzt fahren wir zum Campingplatz. Hier im Nationalpark ist ja immer so, dass man nicht freistehen darf und die einzige Option wäre, dass man aus dem Nationalpark rausfährt und da for free irgendwo steht und dann wieder reinfährt. Aber dadurch, dass er so riesig ist, ist das einfach zu viel. Das heißt, wir nehmen die Kosten für den Campingplatz auf uns und wir haben jetzt gestern für einen Campingplatz mit Full Service, das heißt Strom, Wasser und Dumping, direkt am Platz $40, glaube ich, gezahlt pro Nacht. Bisschen drüber. $41 sowas. Für einen, den mit, nur mit Strom, habe ich gerade geguckt, sind wir bei ungefähr $34, $35. Und ohne irgendwas sind es dann 29 oder nee, doch 29 oder $30 sowas in dem Dreh. Das sind so ungefähr die Preise. Und ja, wir befinden uns ja jetzt aktuell in Banff direkt, also in der Stadt Banff auch. Vorher waren wir beim Lake Louise, welcher auch im Banff National Park liegt. Das haben wir letzte Folge euch gezeigt, was wir da so erlebt haben. Dann sind wir ungefähr 50 Minuten weitergefahren zur Stadt Banff und hier in der Umgebung kann man halt auch super viel machen. Und das zeigen wir euch in dieser Folge. Das war jetzt der erste Walk und genau. Weitere Folgen. Weitere Folgen. Vielleicht bis später oder sonst bis morgen. Guten Morgen vom Campingplatz noch. Ich wollte euch einmal zeigen, wie der aussieht. Nennt sich hier Tunnel Mountain. Da gibt es verschiedene, also Village 1, Village 2 und dann gibt es noch den Tunnel Mountain Trailer Court, auf dem wir stehen. Der, wie der Name schon sagt, für Trailer ausgelegt ist oder halt große Wohnmobile. Und da gibt es hier also ganz viele Straßen. Und da sind überall so Einfahrten, wo man reinfahren kann und dann vorwärts wieder rausfahren kann. Also man muss nicht rückwärts einparken, man parkt einfach seitlich an der Straße. Und dann gibt es an jedem Platz einen Stromanschluss und einen Wasseranschluss und ein Loch, wo man sein Abwasser abfließen lassen kann. Und das ist grün, das ist der Stromanschluss. Hier kommt das Wasser raus und da hinten kann man es wieder ablassen. Genau, und da stehen wir. Eigentlich ganz schön hier zwischen den Bäumen. Aber ja, wir fahren jetzt los. Zum unserem ersten Stopp des Tages. Und zwar kommen wir zum, ich weiß nicht, ob ich es sage, vielleicht sage ich es vielleicht nicht, Johnston Canyon. So, wir haben es jetzt kurz nach 12 und sind gerade hier auf dem Parkplatz vom Johnston Canyon angekommen. Ich bin Werner. Und seitdem wir in der Stadt Banff angekommen sind vor ein paar Tagen, ist so ein bisschen Ruhe eingekehrt. Wir hatten gehofft, dass so ein bisschen die Saison vorbei ist, aber hier gibt es 2 Parkplätze für den Johnston Canyon. Der eine ist schon komplett voll und gesperrt, in Anführungszeichen, also zu, man kommt nicht mal rauf. Und der zweite ist auch schon recht voll. Das ist natürlich ätzend. Das ist ein Geheimtipp hier. Ja, also Geheimtipp am Arsch. Naja, jetzt beeilen wir uns auf jeden Fall. Wir hoffen, dass die jetzt hier alle noch stehen, weil sie heute Morgen um 8 Uhr losgewandert sind und jetzt alle auf dem Rückweg schon wieder sind. Aber wir werden es sehen und wir machen jetzt nochmal schnell einen Kaffee für unterwegs, packen unsere Müsli-Riegel ein. Ansonsten gibt es nämlich kein Proviant, weil alles
alle. Unsere Vorräte sind wirklich auf ein Minimum reduziert worden. Aber egal, wir haben gute Laune. Und heute ist Monday Football. Die Eagles spielen heute noch. Und wenn wir Glück haben, treffen wir uns noch mit einem Pärchen, das wir in dem Bereich Lake Louise kennengelernt haben. Bei Moraine Lake, glaube ich, ne? Die sind nämlich auch Eagles-Fans. Und das wäre natürlich richtig cool, wenn wir nachher mit denen schauen können. Aber das werden wir später gewahr. Jetzt müssen wir erstmal Gas geben, sonst schaffen wir es nämlich nicht zum Kickoff. Bis gleich. So, hier parken wir. Jetzt gehen wir rüber zum Trailhead und dann laufen wir hier lang ins Johnston Canyon. Und es gibt hier einmal die Upper Falls und die Lower Falls, also Upper und Lower. Und dann wollen wir noch weitergehen bis hier oben zu den Inkpots. 4 Stunden sind angesetzt. Laut Guide. Hier bei den Lower Falls angekommen und da unten stehen sie alle Schlange, um ein Foto zu machen. Also ich vermute mal, dass man da durch die Höhle reingehen kann und dann einen ganz geilen Blick auf den Wasserfall hat. Und wenn die fertig sind, dann dürfen die nächsten ran, aber es geht hier überhaupt nicht vorwärts. Und da jetzt anstellen, das geht hier hinten noch weiter, das sieht man gar nicht. Da hätte ich jetzt ja gar keinen Bock drauf. Aber man sieht so ein bisschen da unten, wie klar das Wasser einfach ist. Das ist unglaublich. Richtig geil. Und der Walk hier durch den Canyon quasi so an die Felswand gehauen ist, das ist eigentlich ganz geil gemacht. Das ist schon schön. Bei den Upper Falls angekommen, also nach den Lower Falls wurde es schon weniger auf jeden Fall auf dem Trail. Jetzt waren hier noch mal ein paar Leute. Wir hoffen, dass jetzt zu den Inkpots noch ein bisschen weniger wird. Das sind jetzt nochmal 3 Kilometer. Und vielleicht auch mal das Gerüst hier wegkommt und ein bisschen Naturfeeling. Genau, also hier ist tatsächlich schon Erde auf dem Boden jetzt. Vorher war alles betoniert. Ich glaube, jetzt wird es ein bisschen entspannter. Und was die Inkpots genau sind, also das heißt ja Farbtöpfe, werden wir sehen. Wir erwarten mal ein paar Farben vielleicht. Oder ein paar Töpfe. So, das sind jetzt ungefähr 2 Kilometer. Und wir haben ja die letzten Tage uns recht rudimentär ernährt. Morgens immer Haferflocken, Haferbrei. Abends gab es dann auch einfach Pasta oder Reste, die wir noch hatten. Aber Melly sagt schon, hier gehen die Kräfte aus und jetzt zählt sie die ganze Zeit irgendwelche Sachen auf. Irgendwelche geilen Essenssachen, die wir uns mal wieder gönnen können, wie zum Beispiel Burger, Fischbrötchen, das Fischtacos. Nicht Nö. Fischbrötchen, also, ein richtig geiles Brötchen von der Nordsee oder Ostsee. Diese ganzen Wanderungen täglich, das nagt schon ein bisschen an der Substanz. Also müssen wir bald mal endlich einkaufen gehen. Also wir verwerten aktuell noch Reste, wie wir schon gesagt haben. Und in Calgary können wir endlich mal wieder ordentlich einkaufen gehen. Man könnte auch in Banff, aber es ist wahrscheinlich viel zu teuer. Und wir haben ja auch noch was. Die Kombi ist halt scheiße. Wir gehen jeden Tag wandern 3-4 Stunden und dann schlechtes Essen. Das ist halt echt eine Kack-Kombi. Ja. Naja, auf jeden Fall werden wir uns heute ja ordentlich belohnen. Denn wir gehen ja in die Brewery, gucken das Spiel
Da wird es safe einen dicken Burger geben. Oder irgendwas anderes Geiles. Also, wir schaffen es. Ja, servus, grüezi und hallo. Wir sind jetzt bei den Inkpots angekommen. Es hat sich noch ganz gut gezogen. Es war schon anstrengend. Das letzte Stück ging es nochmal 130 Meter oder sowas bergab. Das heißt, der Start wird gleich erstmal wieder nach oben sein. Oh, aber es ist schon sehr schön hier, muss man sagen. Ob sich der ganze Walk gelohnt hat, das werde ich am Ende bewerten. Aber hier ist es schon wirklich schön. Es ist etwas andere Landschaft hier. Wir befinden uns quasi im Tal und sind so rötliche Büsche, es erinnert ein bisschen an die Heide tatsächlich. Und auf jeden Fall, diese Inkpots, jetzt ist ja auch ein Schild, was uns ein bisschen informiert hat, was das eigentlich ist. Ich hatte tatsächlich ein bisschen was anderes erwartet, weil ich dachte, das wäre was, was ich aus einem anderen YouTube-Video kenne. Und das waren so gelblich verfärbte, so ockerfarbene Inkpots. Das war, glaube ich, durch Schwefel oder ein anderes Material, Mineral. Hier sind das aber so blau, bläulich, grünlich verfärbte Inkpots. Das sind, glaube ich, 5 verschiedene kleine Pools. Und da kommt halt das Quellwasser von unten durch die Erde hoch. Und je nachdem, wie schnell oder langsam das Wasser da durchfließt, desto mehr Mineralien nehmen die auf. Das heißt, da wo es langsam fließt, da ist das ein bisschen milchig grün verfärbt, weil die mehr Mineralien aufnehmen. Und da wo es schnell durchkommt, da ist es klar und hellblau. Genau. Richtig schön hier. Und ich versuche das gleich mal auf der Kamera einzufangen. Natürlich wäre es am geilsten, wenn man es erst Vogelperspektive aufnehmen könnte, aber Drohne fliegen ist ja natürlich nicht erlaubt, haben wir natürlich auch nicht dabei. Aber da kann man die Farben am besten sehen, aber ich versuche es mal auch hier von der Seite ein bisschen aufzunehmen. Heyo, wir sind wieder zurück, wir haben es geschafft. Der Rückweg ging dann doch recht gut, also die erste Steigung war hart, aber dann war es easy und ja, wir haben immer die Tendenz jetzt in letzter Zeit, dass wir bergab immer ein bisschen runterlaufen und den Schwung mitnehmen. Das geht auch ganz gut, wir haben jetzt für den Rückweg ungefähr 1:15 gebraucht, Hinweg waren ungefähr 2 Stunden. Allerdings bin ich mal runterlaufen, mich richtig auf die Fresse gepackt, das war ganz geil. Hat leider keiner gesehen, also ich bin schon ein bisschen vorausgelaufen. Hat der Schmidi allerdings an der Leine und dann bin ich über einen Stein gestolpert. Schön hingelegt. War dann ganz froh, dass es keiner gesehen hat. Aber war jetzt nicht so schlimm, also ich habe hier nur ein bisschen am Daumen abbekommen. Das ist eigentlich die größte Wunde. Ich lasse jetzt schön Luft trocknen. Ansonsten ist alles heil geblieben, also halb so wild. Naja, gehört dazu, ne?
Guten Morgen! Ja, wir haben schon den nächsten Tag. Wir haben uns gestern gar nicht mehr gemeldet. Ja, aber wir haben halt Football geguckt und es hat tatsächlich auch geklappt, dass wir uns mit den Pärchen treffen konnten, dass wir beim Lake Moraine kennengelernt haben und die auch Philly-Fans sind, also Eagles-Fans. Und das war echt richtig, richtig cool. Es hat so viel Spaß gebracht mit denen und wir haben die Kamera auch gar nicht mitgenommen, weil wir es einfach genossen haben. Und waren dann irgendwann gegen 9 zu Hause, also beim Platz, und haben dann noch Ewigkeiten rumrangiert, weil der Boden einfach nicht gerade war. Also auch so Probleme, die man dann mit so einem Camper einfach hat. Und das im Dunkeln, das war dann irgendwie auch so super nervig und war einfach nur platt vom Tag, weil der war super stressig, aber auch halt schön. Und genau, und jetzt sind wir schon wieder weitergefahren, beziehungsweise fahren gerade weiter, weil wir mussten um 11 vom Platz runter. Also wir haben es jetzt genau 10:50 Uhr und stehen jetzt hier gerade an so einem Lookout zu den Hudos. Werner guckt gerade mal, ob sich da ein Ausstieg lohnt, weil ich habe mich noch gar nicht richtig umgezogen nach der Dusche. Und wollen jetzt auf jeden Fall gleich einmal die Stadt Banff angucken, weil zum einen haben wir schon gehört, dass sie richtig toll sein soll. Und zum anderen waren wir jetzt ja auch schon gestern da, kurz zumindest, und fahren da ja auch immer wieder durch. Und es sieht schon sehr, sehr nett aus. Und es wäre sehr ärgerlich, wenn wir da gar nicht mehr gucken gehen. Also, wir nehmen euch gleich mit und jetzt schauen wir erstmal, ob wir uns die Hudos angucken oder nicht. A lot of research to do that time. Ich liebe ja Weihnachten. Guck mal, richtig ganz Weihnachtsstimmung hier bei den kleinen Laden. Wo waren wir denn jetzt? Achso, wir waren in The Spirit of Christmas und tatsächlich ist es ein richtig süßer Weihnachtsladen. Und da musste ich natürlich was mitnehmen. Durch die Stadt Banff gelaufen, ist echt total süß, echt alles total einladend hier. Ich spreche jetzt mal ein bisschen lauter, weil hier Musik läuft. Wir haben uns jetzt hier was zu essen geholt, einen Kaffee und danach geht es dann zurück zum Auto. Und jetzt haben wir uns, wir haben dafür für zwei Kaffee und so
Sandwich und Panini haben wir $23 fast gezahlt. Also ungefähr 16, 17 Euro. Jetzt sind wir wieder zurück im Camper, hat gerade angefangen zu regnen. Ein bisschen abbekommen, aber alles gut. Und eine Errungenschaft wollte ich noch zeigen. Nämlich zugeschlagen. Whisky Crown Royal. Der wird in Gimli gebraut und zwar nur da. Das ist ja die Stadt in Manitoba, wo wir auch waren. Allerdings hatten wir da den Whisky nicht gefunden und das Ding ist, der wird halt in Ontario aber abgefüllt und deswegen steht hier auch Toronto, Ontario drauf. Das heißt, von Gimli erscheint hier gar nicht viel, aber er wird auf jeden Fall dort gebraut. Ich trinke ganz gerne mal einen Whisky. Für warm, kalte oder schlechte Tage haben wir jetzt einen Whisky hier. Das ist doch nicht schlecht. Ich trinke natürlich gerne Scotch oder einen irischen Whisky, aber ich dachte, wenn man schon in Kanada ist, dann kann man mal was Lokales probieren. Und in der Stadt waren wir ja. Genau, wir waren in der Stadt, deswegen passt das. Der wird schon schmecken. Natürlich nicht mal so gut sein wie ein Scotch, aber seinen Zweck wieder erfüllen, nämlich wärmen. Und ich trinke auch so gerne Whisky. Kaffee mit Whisky. Der Camper neben uns hat ja so einen Hund auf der Seitentür aufgedruckt. Der Schmier gerade entdeckt. Ist ja gar nicht gut. Ist jetzt zwar fies, aber wir gucken nochmal. Das ist aber gefährlich. Alles gut, Schmiddi. Schmiddi, das Schmiddi ist mir aufgedrückt. Ja, aufgedrückt. Alles gut. Alles gut. Super. Nein. Schmiddi. Und aus. Super. Super. Super, ja. Ist uns beschützt. Alles gut. Alles gut. Ja. Oh. Es ist jetzt soweit. Wir haben den vorerst letzten Tag in den Rockies jetzt und sind dazu nochmal weiter in das Gebiet des Lake Minnewankas gefahren und es regnet richtig ätzend. Deswegen gucken wir mal, wie lange wir die Kamera draußen behalten können und wie lange wir Bock haben, hier rumzulaufen. Eigentlich haben wir uns hier 2 bis 3 Wege rausgesucht. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn der Regen so anhält, dass wir nicht allzu lange hier rumlaufen. Aber Regenjacke ist an. So.
Ja, wir sind jetzt wieder zurück. Also nach dem anfänglichen Regen war es richtig geil, die Sonne kam wieder raus. Ein richtig schöner, entspannter Walk am Lake Minnewanka entlang. Ich zeige euch mal die Karte. Und zwar sind wir hier gestartet. Hier parken wir. Sind wir hier entlang gelaufen bis zu dieser Brücke. Und man kann theoretisch halt noch weiterlaufen. Aber ja, es wäre halt recht lang. Ist halt auch hin und zurück. Und da wird auch empfohlen, dass man mindestens in Gruppen von 4 Leuten da lang war, weil sich da viele Grizzlybären tummeln. Und ja, wir haben ja die letzten Tage viel gemacht, deswegen haben wir heute nur kleine Walks vor. Und ja, auf jeden Fall zu empfehlen. Lake Minnewanka, mega geil. Und Werner hatte die Bärenglocke um seine Hüfte geschwungen und 1A Shakura Moose hier hingelegt. Ja. Kann ich. Deswegen haben wir auch keine Bären gesehen. Geil aus, da hat so einen Winkel irgendwie. So viele Arme. Hallo, wir sind jetzt zum Two Jack Lake weitergefahren. Das sind so 5 Autominuten weiter. So ein kleiner Seitenarm vom Lake Minnewanka. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu windig. Jetzt muss ich das Video nochmal aufnehmen, aber ja, wir wollen die, oder was heißt wir wollen, wir beenden die Folge hier an dieser Stelle, weil wir jetzt mit den Nationalparks soweit durch sind. Also wir werden heute oder jetzt gleich den Banff National Park verlassen und weiterziehen Richtung Kenmore und Calgary. Deswegen dachten wir, das ist ein ganz guter Cut und wir schauen mal, wann wir euch dann wieder mitnehmen. Es war sehr viel, sehr ereignisreiche Wochen, wir haben viel gesehen, es war auch anstrengend, aber super schön. Das Wetter hat mitgespielt, wir sind froh, dass es noch so lange so gut war hier, das Wetter, also auch Ende September noch Wetter haben, wo wir auch normal campen können und wandern gehen können, also super geil. Genau, vielen Dank fürs Einschalten auf jeden Fall. Ich hoffe, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hatten auf jeden Fall eine richtig geile Zeit hier. Ich hoffe, es hat auch Lust gemacht, selbst mal hierher zu kommen. Also können wir jedem nur empfehlen. Das ist eine super schöne Gegend. Die ganzen Rockies hier, Jasper, Banff, Lake Louise. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Schreibt gerne was in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt. Und ansonsten würde ich sagen, bis nächste Woche und macht es gut. Tschüssi. Euch natürlich jetzt nicht vorenthalten. Wurde gerade ein Kojote gesichtet.